Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. So, dieses Mal geht es um boolesche Funktionen. Und im Prinzip kennt ihr boolesche Funktionen schon, nämlich zweistellige boolesche Funktionen, nämlich das und, das oder, die Implikation ist ein zweistelliges boolesches Symbol. Eigentlich alles, was hier steht, außer das not, das ist eine einstellige boolesche Funktion. Und das sind sozusagen die grundlegenden Funktionen. Jetzt kann man sich aber noch selbst Funktionen definieren, zum Beispiel f. Und dann kommt hier einfach rein, okay, was möchte ich für Variablen in meinem f drin haben? Zum Beispiel ein a, ein b, ein c und dann übertreibe ich es und werde verrückt und habe keine Ahnung, wie viele Variablen da drin und schreibe gleich und dann kann ich die irgendwie mit meinen Symbolen so verknüpfen, wie ich möchte. Das heißt, ich kann alles reinhauen, was ich irgendwie finden kann. Ich kann XOR und Äquivalenz mischen, wie ich gerade lustig bin. Und das resultiert meistens in was ziemlich Komplizierten. Aber was man meistens damit macht, ist eine Wahrheitstabelle aufschreiben oder aufstellen. Und ich habe mal eine kleinere Funktion für euch vorbereitet und möchte mit dieser jetzt die Wahrheitstabelle mit euch aufstellen. So, also wir haben hier eine Funktion, die nennt sich f von a, b, c. Das heißt, wir haben nur drei schnucklige Variablen, alles noch in Butter. Und haben a oder, Klammer auf, not b und c, Klammer zu. So, zunächst einmal, wenn man eine Wahrheitstabelle aufstellt, habe ich euch schon mal gesagt, wir zählen binär quasi von 0 bis Maximum. Das heißt, bei drei Stellen ist das Maximum 1, 1, 1 und das Minimum 0, 0, 0. Und wir fangen einfach hinten an, 0, 0, 0, 0, 0, 1, dann binär die 2, binär die 3, die 4, 5, 6 und 7. So, und wenn wir jetzt hier hergehen und uns angucken, wie diese Funktion aufgebaut ist, dann haben wir a oder nicht b und c. Und was wichtig ist bei diesen boolschen Funktionen ist, dass die ganzen Dinger assoziativ sind. Das bedeutet, ich kann, sofern keine Klammern da stehen, logischerweise, ich kann a oder auch nach hinten verschieben und sagen, oder a. Jetzt aktuell noch nicht. So. Also das geht genauso. Ich kann sagen, nicht b und c oder a. Das ist genau dasselbe. Allerdings mit diesen Klammern hier geht es nicht. Und die Klammern könnte ich in dem Fall sogar weglassen. Weil es gibt verschiedene Bindungsstärken von diesen Konjunktionen. Und die höchste Bindungsstärke hat als erstes mal das not. Also das hier. Wenn ich irgendwo hinschreibe nicht b oder not b, dieses not, dann bedeutet es, das not ist tatsächlich direkt auf dem b drauf. Also im Prinzip haben wir das schon bisher so gehabt, not b und c oder a. So, also not b bezieht sich direkt auf das b und nicht etwa so, dass wir haben nicht b und c. Das wäre falsch. Also da muss man dann tatsächlich die Klammern schreiben, wenn man das so haben möchte. Der Standard ist, dass es sich direkt auf das B bezieht. Also auf den Teil hier. Dasselbe gilt für das und. Das und bindet die beiden, die am nächsten stehen, am zweitstärksten. Das heißt, ich binde nicht irgendwie und B oder C, also so, sondern ich binde, weil es nicht ja eine höhere Bindung hat, binde ich direkt so. Aber es bindet stärker als das oder. Das bedeutet, wir haben nicht etwa das hier in dem und drin mit so einer Klammerung standardmäßig, also dass zuerst das oder betrachtet wird und dann das und, sondern wir haben standardmäßig, wie ich schon sagte, das hier bei uns drin. Und deswegen kann ich in so einer Gleichung theoretisch auch, ich weiß, dass es immer mal wieder verschwindet, ich versuche so schnell zu tippen wie möglich. Theoretisch kann ich das Ganze ohne Klammern schreiben. Praktisch sieht es mit Klammern irgendwie intuitiver aus. Das heißt, ich könnte jetzt schreiben, ich klammer das B zuerst und ich klammer das nicht als zweites. Also nicht B ist das erste und C ist das zweite. Und das letzte, da braucht man dann allerdings tatsächlich absolut keine Klammer mehr, ist dieses oder a. Da kann ich natürlich noch meine Klammer komplett drumherum setzen, aber die kann ich mir auch sparen. Im Prinzip kann ich mir alle Klammern sparen, aber es ist leichter zum Verstehen, wenn man die Klammern setzt.
So, und jetzt kann ich aus dieser Funktion kleinere Funktionen rauslesen, nämlich dieses Nicht-B ist die erste Funktion, ich kopiere das gerade, wobei eigentlich das brauche ich nicht kopieren, das weiß ich auswendig, 170 und B. So, das ist meine erste sozusagen boolesche Funktion und da kann ich schon mal den Wert rauslesen. Das heißt, ich lese jetzt hier raus, okay, Nicht-B ist das Gegenteil von B, also 1. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Das kennt ihr schon, das ist nicht schwer. So, nächster Teil. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter und ich brauche mehr Platz. Und noch ein bisschen mehr. So, und jetzt packen wir hier noch. Da pausiere ich euch jetzt gerade mal ganz kurz nicht. So, genau, jetzt nehmen wir einfach den nächsten Teil und sagen, okay, nicht B und C. Das heißt, ich kopiere mir diesen Teil und C hier raus. So, und das verschiebe ich mal nach links, weil es bezieht sich auf dieses Nicht-B. Und die beiden verschiebe ich auch nach links. So, und jetzt mache ich ein und C mit diesem Teil hier. Das heißt, ich nehme das und das, also die beiden Spalten. Jetzt kann ich, da ich die so wunderschön nebeneinander habe, kann ich schon direkt ablesen. Hier ist eine 0 dabei, da sind nur zwei Einsen und da sind nur zwei Einsen. Das heißt, ich kann hier eine 1 reinschreiben und hier eine 1 und den Rest kann ich mit Nullen füllen. Ups. Na, das war der falsche. Da eine 0, da eine 0 und da eine 0. So, und jetzt habe ich schon für den Teil der Gleichung, der hier in den zweiten Klammern steht, also mache ich rot, den Teil habe ich schon. Jetzt kommt hier als letztes noch das und a rein. Und dann bin ich fertig. Das heißt, ich nehme jetzt einfach von diesem Teil. Da das ja schon der linke Teil von unserer Gleichung ist, nehme ich jetzt einfach noch das oder a und schaue, was habe ich denn da. Ja gut, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Jetzt habe ich ja hier die zwei Spalten und muss ein bisschen überlegen. Okay, oder a. Ja gut, das ist recht cool, weil hier unten ist nur oder a. Alles andere hier oben ist falsch. Das heißt, hier unten kommt einfach überall 1 hin. 1, 1, 1, 1. Weil oder a bedeutet ja, sobald a wahr ist, kann ich hier überall die 1 eintragen. Und hier oben ist überall A falsch. Das heißt, hier kann ich das eintragen, was hier steht. Das heißt, ich kann es einfach kopieren und hier reinschreiben und bin fertig. Ich habe hier quasi meine Lösung stehen von der kompletten Gleichung. Und wenn ihr das so macht, dann kommt ihr eigentlich durch jede Gleichung durch, indem ihr eine Wahrheitstabelle macht. Hier steht jetzt die komplette Gleichung von, also die komplette Lösung von f bei der Variablenbelegung, die hier drüben links steht. Und so kommt man wirklich leicht durch jede Gleichung durch. Es kann nur sein, dass ihr dann halt relativ aufwendig und breit irgendwie werdet, aber, also nicht ihr werdet breit, sondern die Gleichung wird breit. Aber es lohnt sich und man hat wirklich eine wunderbare Struktur dabei. Vergesst dabei nicht, dass ihr wirklich Assoziativgesetze habt bei allem. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch schreiben aus. Na, ich kopiere das einfach mal hier raus. Der Teil aus nicht B, und hier mache ich die Klammern weg, sonst kann man es gar nicht mehr lesen. Aus nicht B und C kann ich auch schreiben C und nicht B. Das ist dasselbe, weil wir ja in beide Richtungen sind. Achtung, die Implikation ist nicht assoziativ. Das gilt tatsächlich nur für das und für das oder. Und für die Äquivalenz und für das XOR und das und also im Prinzip für alles außer die Implikation gilt, dass ihr es hin und her schieben könnt, wie ihr wollt. Genau. Also ihr könnt es hin und her schieben und nächstes Mal zeige ich euch, wie man Gleichungen auflösen kann. Also die Gleichungen quasi einfacher oder schwerer, je nachdem, wie geschickt man sich anstellt, darstellen kann. Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich konnte euch helfen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.